Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu libgdx Spieleprogrammierung in Java. Heute geht es um die Kollision von zwei Objekten und was wir dafür tun müssen, ist, wir müssen erstmal ein zweites Objekt erstellen. Dazu habe ich hier oben schon mal einen Sprite 2 reingepackt und den werden wir jetzt hier unten füllen. Das heißt, wir werden ihn füllen mit einer Textur. Texture Image 2 ist gleich New Texture und wir werden... Das New sollte eigentlich da bleiben. Wir werden einfach das badlogic.image benutzen, also .jpeg ist es, glaube ich. badlogic.jpeg, das standardmäßig mitgeliefert wird von badlogic, also von libgdx schon. Und das wird jetzt sozusagen unser zweites Sprite, damit wir die auch ein bisschen auseinanderhalten können. Okay, jetzt sagen wir Sprite 2 ist gleich New Sprite über genau dieses Image 2 hier und wir setzen die Position Sprite 2.setPosition und zwar wollen wir ihn genau über unserem Sprite 1 platzieren, also minus Sprite.getWidth, damit wir ihn an derselben Stelle haben und dann sagen wir wollen ihn einfach genau oben haben. Eigentlich ist das egal, wir könnten auch hier einfach mal gdx.graphics.getHeight benutzen. Mal gucken, ob das nachher klappt. Ich habe jetzt keine Ahnung von den Maßen her, aber das sollte funktionieren. Wenn ihr irgendwas von den Proportionen oder wie es gerade gesetzt wird, nicht wisst, wie es funktioniert gerade, dann einfach ausprobieren, weil es ist ein bisschen, man versucht sich im Code an Pixel zu halten, das geht einfach auf die Dauer nicht gut. Da vertut man sich auf jeden Fall mal. Würde ich euch auch für die Praxis empfehlen, dann für euch. Okay, was wir jetzt machen wollen, ist eine Body-Dev zu erstellen. Nämlich für unseren zweiten Sprite brauchen wir natürlich auch noch ein Body. Und dieser Body, der soll natürlich sich auch wie ein dynamischer Body verhalten. Also hier quasi genau gleich wie das hier. Deswegen kopiere ich das hier einfach mal. Einfach alles auswählen. Und direkt hier unten drunter wieder. So, jetzt müssen wir hier überall nur noch Zweier vorne dran setzen, wo wir eine 2 brauchen. BodyDev 2, BodyDev 2, BodyDev 2. .position, .set, so vorsichtig. Hier müssen wir natürlich auch sagen, wir wollen Sprite 2.getX benutzen und Sprite 2.getY. Hier wollen wir über BodyDev 2 was kreieren. Und diesen Body hier, den haben wir noch nicht. Wir brauchen hier nämlich auch noch einen zweiten separaten Body für unser Sprite 2, also static body, body 2, body 2, so. Jetzt haben wir hier sozusagen den zweiten Body gesetzt, jetzt brauchen wir eine neue Shape. Wenn die beiden Objekte absolut identisch sind, also wenn ich jetzt nochmal ein Skelett genommen hätte, dann hättet ihr auch durchaus hier dieselbe Shape benutzen können, aber so funktioniert es leider nicht, deswegen brauchen wir eine neue Shape. Und dann sagen wir shape.set as box sprite 2.getWidth, weil sie einfach unterschiedlich breit sind. Das Skelett ist höher als es breit ist und das andere Bild war, glaube ich, quadratisch. Okay, dann brauchen wir eine neue FixtureDev. Sagen wir FixtureDev 2 dazu. Sagen hier die Density ist, ja, warum nicht? Sagen wir einfach genau gleich. Hier brauchen wir natürlich auch noch Shape 2 dafür dann. Und Body 2. Fixture auch 2. So, und dann können wir hier Shape 2 wieder auflösen. Okay. Und um genau zu sein, brauchen wir uns diese Fixtures, ich sehe es gerade, weil sie gelb unterkringelt sind, brauchen wir uns eigentlich gar nicht zwischenspeichern. Die werden sowieso eigentlich nicht benutzt, aber man muss halt dieses Body.createFixture aufrufen, damit diese Fixture überhaupt erzeugt wird und auch intern verwendet wird dann. Okay. Achso, und natürlich sollten wir hier unten dann auch noch einstellen, dass wir über die FixtureDev 2 gehen und nicht über die FixtureDev 1. So, jetzt switchen wir rüber zum Gamescreen. Hier ist unsere Render-Methode. Hier müssen wir jetzt sagen, was passieren soll. Und hier machen wir im Prinzip genau dasselbe, nur dass wir hier diese Movements nicht mehr brauchen. Also für unser Bild, das kann sich einfach nicht bewegen. Das ist jetzt Punkt, das ist so Fakt. Und was wir aber hier machen wollen, ist, wir wollen die Sprite-Rotation setzen. mygdxgame.sprite2.setRotation. Rotation. Und sagen hier oben wieder float. Achso, das habe ich euch vielleicht sogar noch. Doch, ich glaube, das habe ich euch gezeigt. Egal. Auf jeden Fall, das passt die Rotation an, die uns von dem Body 2, beziehungsweise von dem Body 1 für das erste Objekt,
gegeben wird. Hier unten machen wir im Prinzip auch nochmal genau dasselbe. Eigentlich ziemlich langweilig, was wir gerade machen. Ich weiß, tut mir leid. Okay, wir packen uns einfach die Position und nehmen die von dem zweiten Body und setzen sie für unseren Sprite auch, dass die quasi einfach wieder miteinander verbunden sind. Genau. So, hier unten im Badge dann logischerweise wieder die Animation, nicht die Animation, den Sprite 2 zeichnen, also Sprite 2.draw, die Badge reingeben, mygdxgame.badge. Und ich habe es gerade ausprobiert und es hat nicht funktioniert mit den Höhen, deswegen brauchen wir hier noch sprite.getx, das habe ich hier vergessen. Wenn wir natürlich auf die x-Koordinate zugreifen wollen, nehmen wir erstmal die x-Koordinate von unserem Sprite 1 und addieren dann noch drauf die Hälfte von, oder eigentlich brauchen wir den Teil hier überhaupt nicht. Wir brauchen nur getx, nicht getwidth, sondern getx. Ich weiß auch nicht, warum ich da auf getwidth gekommen bin. Okay, so und jetzt haben wir den Sprite 2 an der Position und die passt. Ich setze nochmal die Wall ein bisschen höher auf so 350, damit ihr es vernünftig sehen könnt, was da so passiert. Ich habe es nämlich auch gerade geguckt, was jetzt mit den Abmaßen hier ist. Und jetzt können wir es uns einfach mal angucken. Wenn wir es starten, passiert Folgendes. Ah, okay. Gut. Nochmal von vorne. Wir brauchen hier doch noch .getWidth hinten dran. Also sprite.getx reicht nicht. Wir brauchen sprite.getWidth. Aber nur die Hälfte davon durch 2. So. Jetzt können wir es aber mal probieren. Okay. Und wir haben hier jetzt ein Logo und dieses Männchen, das hüpft da unten ein bisschen rum und wenn sie sich treffen, gibt es Mega-Kollisionen und sieht echt witzig aus. Okay, ja, ich habe meinen Spaß, ich weiß nicht, wie es euch geht, also unser Skelett macht mehrere Loopings und das Ding hier ist, an der Seite ist ja kein Boden mehr, das hatten wir ja so eingestellt, das ist gerade da durchgefallen. Ja, warum geht das so ab wie ein Schnitzel? Das liegt daran, dass wir hier die Restitution auf 50 gestellt haben, beide Male. Und 50 mal 50, oder ich weiß nicht, ob es additiv oder multiplikativ ist, auf jeden Fall ist es viel zu hoch. Ich würde hier vielleicht sagen, die Restitution sollte auf 2 landen. Sowas in die Richtung. So können wir dem Ganzen einen kleineren Drall geben, sage ich jetzt mal. Na komm, starte dich, bitte. Okay. So, jetzt probieren wir es einfach nochmal aus und dann sehen wir, wie die Restitution vielleicht sinnvoller ist. Ja, so macht es doch durchaus Sinn. So hüpft es ein bisschen hin und her und landet dann wieder hier unten und hier hört der Boden auf und es fällt durch. Ist es nicht toll? Also ich meine, unser Skelett hüpft hier drüben immer noch ein bisschen rum, das kann ich natürlich auch noch steuern. Und wenn ich möchte, kann ich es auch abstürzen lassen, aber ich kann es natürlich nicht mehr richten. Also wenn es jetzt so gedreht ist, auf die Drehung habe ich aktuell keinen Einfluss, außer ich drücke Alt und dann passiert gleich das da. Aber ja, ihr kennt es ja. Gut, das ist die Kollision mit mehreren Objekten. Funktioniert im Prinzip vollautomatisch. Ihr braucht nur noch ein zweites Objekt drin und dann berechnet es euch die Kollision und alles, was ihr wollt, automatisch. Ihr könnt aber auch das Ganze noch ein bisschen verbessern mit einem Contact-Listener, also quasi On-Contact, zum Beispiel wenn eine Bullet einschlägt, also wenn ihr irgendwelche Kugeln habt oder sowas, dann könnt ihr sagen, jetzt möchte ich was machen. Und diese Contact-Listener, die machen wir nächstes Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich weiß, wir haben heute eigentlich nur Sachen gemacht, die wir schon konnten, aber es ist trotzdem wichtig zu sehen, wie das Ganze funktioniert. Okay, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.